Sehr schön. Psychoschiff. Ein großes Fragmentschiff ist wieder mal da unten aufgekommen. Was tun wir damit? Na gut, was mir gerade noch einfällt ist, wir könnten hier die Stahlmörser kann schießen in 26 Sekunden und genau das ist doof. Wir könnten die mal vorbereiten, das heißt, wir machen hier Feuer einstellen, die werden jetzt nicht benutzt und dann stellen wir da einfach jemanden dran, der die schussbereit macht. Das heißt, wenn dann in Angriff kommt und die nicht warten, nicht sich vorbereiten, wie manchmal, ja, hat man ja das letzte Mal hier, haben sie sich vorbereitet, dann ist das kein Problem, dass die Mörser nicht vorbereitet sind, aber falls die doch angreifen, zum Beispiel von hier unten kommen und sofort angreifen, dann sind die Mörser sofort schussbereit. Und das ist wichtig, weil wir ja dann nicht so viel Zeit haben. Das heißt, wir kriegen wenigstens eine Salve losgeschickt, bevor die uns erreichen. Und das ist halt wichtig. Deswegen machen wir das jetzt gleich mal hier. Blau kann das mal übernehmen. Sobald sie mit ihrer Morgenroutine fertig ist. Ich weiß gar nicht, wie geht's hier. Rechtes Ohr ist abgeschlagen, das heißt, Hören ist reduziert. Ich habe keine Ahnung, für was das Auswirkungen hat. Ich habe die Vermutung für nicht viel und deswegen kümmert es mich jetzt gerade nicht. Wenn ihr wisst, für was das Auswirkungen hat, könnt ihr es mir gerne schreiben. Dann fixe ich das vielleicht doch noch. Aber jetzt gerade denke ich mir, oh, ist halt, ne? Ja, blau, genau. Rede mal mit den Leuten. Schön. Ich hoffe, wir kriegen Riesling bald. Ich möchte Riesling haben. Einen ordentlichen Riesling. Der kriegt dann auch sein Schlüsselbein. Wurde jetzt der Fuß hergestellt? Ja, wunderbar. Der Fuß wurde hergestellt. Allerdings der... Wer macht denn das am besten? Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht Wolle. Wir müssten jetzt ja hier weitermachen, theoretisch. Die Frage, wie? Wir könnten auch hier einen Ausgang hinmachen. Allerdings glaube ich, dass die Raider das dann auch als Rushstelle erkennen und dann auch da angreifen wollen würden. Das ist nicht so toll. Deswegen lassen wir das lieber so, Aschimmer. Weil ich jetzt gerade überlegen war, man könnte hier immer vor die Sandsäcke so Fallen machen. Das Problem ist aber, dann müssten unten meine Kolonisten auch über die Fallen drüber. Das ist natürlich doof. Man könnte jetzt vielleicht hier hinten hinmachen, dann müssen die aber so einen Umweg laufen, um rauszukommen. Ist auch nicht so pralle. Da müssen wir mal gucken. Da bin ich mir noch nicht sicher, aber hier ist auf jeden Fall ein falscher Plan. So, Plan weg. Der Plan hier ist auch Geschichte. Dafür fehlt hier ein Plänchen. So, okay. Ja, wenn wir irgendwann mal wieder zu Stahl kämen. Was jetzt hier gerade momentan nicht der Fall ist. Dann könnten wir... Was ist denn hier? Ist hier nichts mehr? Doch, da ist doch noch was. Bau doch mal ab. Antilope, hör doch mal auf mit Kochen. Ja, hör mal auf mit Kochen und kümmere dich um deinen Bohrer. Hera hat ja jetzt wieder Zeit zum Kochen, wie ich das da unten gerade sehe. Das Kochen schon auf 10, sehr schön. Aber das ändere ich jetzt hier. Antilope, meine Freundin, bitte kochen nur 2. Danke sehr. Kümmere dich erstmal darum, dass wir wieder zu Stahl kommen. Du bist ja relativ schnell dabei. Genau, das sollte eigentlich wunderbar funktionieren. Kann mal jemand vielleicht den Mais hier aus der Tür rausnehmen, dass Kälte hier rausmacht. Das wäre auch noch ein Traum. Ja, hier, das ist schön. Jetzt haben wir hier immer 40 Mahlzeiten in dem Raum drinne. Ich hoffe, dann muss keiner mehr irgendwo anders essen und sich darüber aufregen. Ich glaube, selbst sie hat es geschafft. Ja, sie hat es auch geschafft, in einem Esszimmer zu essen. Ich bin einfach nur begeistert, bin ich. Und dann, alles klar bei dir? Ja, du bist immer noch so langsam. Warte, dein Fuß ist hoffentlich in der Mache. Nee, ist er natürlich nie. Weil hier jeder irgendwas macht. Gorilla ist doch ein guter... Gorilla, du könntest dich mal kurz darum kümmern, dass hier der Fuß fertig wird.
Wer kriegt die zweite, die zweite Wirbelsäule? Ich glaube du. Also Hera kriegt dann heute Abend ihre Wirbelsäule und O'Donovan kriegt ihren Fuß, dann sind die alle wieder fit. Also Hera war ja schon fit, aber Hera ist dann enhanced. Ne, die ist dann richtig gut quasi. Was macht sie denn jetzt eigentlich? Jetzt kocht sie wahrscheinlich. Ne, Mischspielwürze ist wahrscheinlich fertig mit Kochen. Ja, leckere Mahlzeit kochen ist gerade pausiert. Sehr schön, sehr schön. Die Frage, willst du hier noch mehr Kühlschränke hinstellen? Dass quasi alles gute Essen hier ist. Dann ist der Raum aber ein bisschen klein dafür. Man könnte den natürlich noch ein bisschen nach rechts erweitern. Würde der noch größer werden. Ich weiß es nicht. Bin mir noch da unsicher, was ich da machen will. Ob ich da was machen will. Aber ich finde es gut, dass Wolle sich jetzt hier schon mal in der Hinsicht nützlich macht. Und hier schön mir die Bauteile liefert. Natürlich wäre jemand, der Steinblöcke herstellt, vor allem den Granit, wäre auch geliebt, sag ich mal. Wir haben ja noch jede Menge Kalkstein. Ein bisschen ist da. Hier ist ein Marmor. Marmor ist auch gut. Und wir bräuchten vor allen Dingen mal Leute, die das komische Lager aufräumen. Alter, Nora. Nora, das Lager sieht aus. Kannst du hier mal bitte kurz reingehen? Pyro, du machst gleich mal mit. Ja, ihr beide kümmert euch jetzt gleich mal darum, wenn der Hund hier draußen ist und der Elefant, dass das Lager hier auf Vordermann gebracht wird. So. Tür verboten. Viel Spaß beim Lager aufräumen. So, wunderbar. Nee, sauber machen das Lager. Ja, jetzt schmeißt der Hund das Heu hier hin, weil er nicht mehr weiß, was er damit machen soll. Das ist aber nicht so schlimm. Das können sie nachher wieder da hinstellen, wenn das Lager ordentlich aufgeräumt ist. Ne, wir sehen hier vor allen Dingen bei dem Marble, dass wir hier drei Stacks haben, die man zusammenfügen könnte und solche Späße. Das ist ja wahrscheinlich überall der Fall, dass das relativ verteilt ist, alles. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? Wir wollen so wenige Stacks wie möglich haben, damit wir hier mehr Platz haben in der Bude. Hier, zwei Stahl haben ihren eigenen Platz gehabt. Und das ist so ein Unsinn halt. Den räumen die jetzt da weg. Und sobald die idle sind, wissen wir, dass sie es geschafft haben. Dann ist das Lager wieder in Ordnung. Ja, schön. Blau kümmert sich darum, dass hier die Bierfässer aus... Jetzt lässt sie... Das Bier muss sie natürlich jetzt dahin werfen. Weil sie keinen Platz dafür hat. Aber das ist nicht so schlimm. Alles cool, dass Blau beim Tragen hilft. Macht doch ordentlich was her. Die haben ganz schön was aufzuräumen, ne? Zu zweit hier. Da haben sie was zu tun. Bauteile, ja. Das Problem ist halt, dass die... Na, ist es jetzt schon vorbei? Habt ihr es schon geschafft? Nora noch dahin. Ja, wir haben es geschafft. Fertig aufgeräumt. Sehr schön, dankeschön. Ja, hier ist alles gut. Könnt wieder gehen. Gorilla, du hast dich wieder verdünnisiert. Kannst du bitte auch schon mal das hier machen? Das wäre super wichtig, dass wir den Fuß hier fertig kriegen. Ja, kannst du gleich nochmal. So, habe ich jetzt gleich gecued. Also, wenn er dann aufhört, dass er es gleich nochmal macht. Ah, hier schön. Wolle, wieder das nächste Bauteil fertig. Und, was machst du? Du Unsinniger? Warum? Ja, umsortieren. Lass das. Sehr schön. So ein Unsinn, wenn ich das sehe, du dann, ne? Aber schön, dann man kann das auch selbstständig in Auftrag geben. Das sollte ich vielleicht auch mal nutzen. Ja, der Hund ist nicht so doof. Guck dir den Hund an. Der legt hier den Stapel voll. Legt den Stapel voll und dann legt das auch schon irgendwo hin. Ja, fast. Ja, hier 73, 83. Fast wäre der Hund gut gewesen. Fast. Machen unsere Elefanten hier, der ist noch außer Gefecht. Wir haben eine Schussverletzung, linkes Auge. Hat aber nicht so viel eingebüßt, 78% noch. Der Elefant ist komplett ganz. Wie sieht denn Sehen aus? Ja, 90% noch, das ist doch in Ordnung.
Das ist ja nicht so schlimm. Jawohl, hier ist gleich der bionische Fuß fertig. Dann können Antilope und Hera ihre bionischen Körperteile dann heute Abend kriegen. Dann sind sie auch ein bisschen schneller und toller. Kriegen mehr geschafft. Blau, ey, super. Der hier alles macht. Boah, so ein Träger ist gar nicht so schlecht. Eigentlich ist er ja für den Anbau mit zuständig, aber wir haben ja jetzt 3 Anbauer. So viele braucht man scheinbar gar nicht. Das läuft. Fleisch haben wir auch noch. Alles mögliche sogar. Verschiedenste Fleischsorten. Ist auch nie aufgeräumt, ne? Ja, Nora, kannst du mal ganz schnell das hier umsortieren? Nee, essen. Umsortieren. Danke. Einfach umsortieren. Der hier ist in Ordnung. Der ist auch in Ordnung. Da kann man nämlich nichts machen. Und das ist auch in Ordnung. Aber die beiden hier können mal schön umsortiert werden, genau. Ja, und dann wieder putzen. Sehr schön. Bin ich in Ordnung? Achso, warte mal. Hier. Nora, kannst du mal ganz schnell den Mörser hier bemannen? Dass der wieder schießen kann. Dann den, dann den, dann den und dann den. Dass die alle schussbereit sind. Na, jetzt geht's, zählt hier die Zeit runter. Das würde nicht passieren, wenn... wenn Kinder dran steht, leider. So, Feuer einstellen ist ja gegeben. Das heißt, sie zielt jetzt nicht. Was das Wichtige ist. Das heißt, wir machen die Mörser jetzt einfach nur schussbereit. Quasi. So, die dann einfach... 5 Leute finden, die stellen wir dran und die schießen dann erst mal gleich mal los. Können dann gleich mal eine Salbe abschießen. Oh, hier ist fertig. Kannst dann an den nächsten gehen. Den Schuss bereit machen. Sie zielt jetzt auch irgendwo hin. Ich weiß gar nicht, auf was der zielt. Eine gute Frage, ne? Worauf zielt er eigentlich? Ist aber auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass der gleich schussbereit ist. Feuer einstellen ist ja gegeben. Genau, perfekt. Nächsten Mörser bereit machen, bitte. Und so weiter und so fort. Wenn dann der nächste Angriff kommt, dann kann man sie gleich herzlich willkommen heißen hier. Ich weiß noch nicht, ob ich Mörser mitnehmen soll, um die Piraten, den Piratenposten anzugreifen, aber ich denke mal nicht, oder? Ich denke mal nicht, nee. Vermutlich nicht. Ja, schön. Schön Hopfen. Hopfen und Malz. Götterhals. Ja, genau hier. Schön. Der ist ausgelaufen, wa? Ja, der ist ausgelaufen. Dann mach den hier mal ganz kurz an. Den hier können wir abreißen. Und dann gucken wir mal, wo wir den nächsten hinstellen. Dankeschön. Den nächsten. Könnten wir hier einfach hinstellen. Können wir aber hier hinstellen. Hier und dann da. Ja, das klingt gut. Dann ist der nächste hier erst einmal gegeben. Gut, danke, kann schon wieder ausgemacht werden. Sehr schön. Gut. Wir könnten natürlich auch noch eine zweite Bohrmaschine irgendwo hinpflanzen. Haben sie das hier oben auch rausgerissen? Ja, haben sie. Das heißt, alles an Plastahl haben wir jetzt hier. 700 immerhin. Ach ja, hier, die Schmelze ist bereit. Moment, Aufgabe hinzufügen. Flacke einschmelzen. Nee, machen wir jetzt nicht. Nicht ganz so wichtig, aber... Was ist denn der Unterschied zwischen Waffe einschmelzen und Waffe zerstören? Benutzt Wärme und stark Elektromagneten, um Waffe in Metall einzuschmelzen. Und warum sollte man Waffe zerstören? Verwendet Wärme, um nicht benötigte Waffen zu zerstören. Schneller als einschmelzen und funktioniert auch bei nicht schmelzbaren Waffen. Erzeugt aber keine Rohstoffe. Ja, ist auch okay. Dafür ist das also gut. Was haben wir noch? Zerlege Schildgürtel. Zerlegt ein Schildgürtel in seine Einzelteile. Sehr schön. Und zerlege Rauchmanngürtel in seine Einzelteile. Das kann das Ding hier eigentlich auch. Ich weiß jetzt nicht, welches da besser ist. Aber ich denke mal der hier. Na gut. Mal gucken. Bin mir noch nicht sicher. Ich muss dann auch mal gucken. Hat Blau in Rauchmanngürtel? Nee. Weil wir hier mal sagen müssten, warte mal, das hier ist ausgesetzt. Und das hier könnten wir mal wieder anmachen. Wir haben ja momentan... nee. Richtig ist, wir hatten genug Zeug zum Anbauen.
leider jetzt nicht mehr. Wie sieht's denn holztechnisch aus? Könnte man auch nehmen. Tut das mal nicht aussetzen hier. Mach mal bitte zweimal Holz und dreimal organisch Kraftstoff herstellen. Ja, das sollte gehen. Okay, jetzt ist es nachts. Jetzt geht man die Operation in Auftrag. Hera, meine Liebe, was machst du? In Ordnung, aber du wirst operiert. Du kriegst nämlich eine bionische Wirbelsäule. Künstliche Wirbelsäule. Ist das richtig? Ja, ne? Das ist richtig, genau. Ja. Du kriegst eine bionimplantierte künstliche Wirbelsäule. Ist in Ordnung. Und O'Donovan, du kriegst einen Fuß. Und zwar den rechten Fuß. Nee, war mal nicht. Hier, bringe bionischen Fuß an. Und zwar... rechter Fuß, okay. Rechter Fuß ist nochmal sicherheitshalber gucken. Nee, dass wir da Unsinn machen. Okay, dann sollten die sich jetzt hoffentlich demnächst hinlegen. Dann kann Jenny sie operieren. Pyro macht das hoffentlich nicht. Bei Medizin 12 ist nicht so schlecht. Naja, Jenny ist viel besser. Okay, Jenny muss das machen. Jenny ist so viel besser in Medizin. Na? Oh, Zähmung. 7,7% Chance. Ist gar nicht so schlecht, ne? Nice, nice, nice. Ruht sich aus. Ja, so wollen wir das sehen. Jenny, du hast einen Patienten. Oder eine Patientin. Eigentlich zwei. Hier, operiere auf Hera. Nee, du machst Unsinn, ne? Operationserfolgschance sollte eigentlich perfekt sein. Ziemlich. Nimm doch nicht das normale Krankenbett. Guck mal, da ist ein meisterliches. Oder wolltest du zu den Meisterlichen gehen? Vielleicht wolltest du das auch benutzen. Sorry. Da habe ich nie aufgepasst. Vielleicht sollte ich die Prothesen auch hier oben lagern? Nee, eigentlich nie. So oft brauchen wir die jetzt nicht. War jetzt gerade überlegen, ob wir hier auch ein Prothesenlager hinmachen. Aber so schlimm ist es nicht. Ich könnte nochmal Medizin herstellen und nochmal drei Krankenbetten hier hin knallen. Aber mir gefällt nicht, wie klein das Krankenhaus ist. Ich hätte gerne ein größeres. Ich weiß bloß nicht, wo ich es hinbauen soll. Vorratskapsel. Ja, Insect Jelly ist ganz toll. Ich glaube, relativ wertvoll, oder? Ja, 8. Relativ wertvoll. Werden wir also wahrscheinlich verkaufen. Wobei, das wird hier oben gelagert. Da ist kein Platz. Es gibt Platz für nix. Ja. Weiß ich nicht. Sollte ich das mal vergrößern bei Gelegenheit mal? Vielleicht. So, Hera kriegt jetzt ihre Wirbelsäule. Ich hoffe, das funktioniert. Jenny, komm. Du bist hier unsere beste Ärztin. Das kann eigentlich nie in die Hose gehen. Und du bist doch fit, oder? Na klar, künstliche Wirbelsäule ist doch ein Traum. Nee. Noch nicht schlafen gehen. Wir haben hier noch einen Patienten, der will ja morgen früh wieder fit sein. Das heißt, es musste noch Blitzsturm. Was ist jetzt los? Eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Blitzen schlagen in einem kleinen Gebiet ein. Hierdurch können große Feuer verursacht werden. Da oben? Ja, puh. Achso, ist gerade pausiert, ja. Na, Blitz? Ja, große Feuer werden hier nie passieren. Das liegt aber an dem Biom. Das wird auch so eine Sache, die dann im Tundra-Biom viel gefährlicher sein wird. Feuer, ne? Weil du da ja überall Wald und Busch und so hast. Also jede Menge Pflanzen, die wegbrennen können. Das wird dann ein bisschen schwieriger. Ich habe fast das Gefühl, das Biom hier ist relativ leicht. Das einzige Problem, was du hast, ist, dass nicht ganz so viele Tiere hier wohnen. Mit dem Jagen ist so eine Sache. Aber wenn die menschenfressenden Rudel vorbeikommen, ist ja alles gut, ne? Die bringen ja ordentlich Essen mit. Wir haben ja auch noch jede Menge. Hier verdubbt es auch bald leider. Da müsste nochmal jemand kochen. Aber das ist leider noch passiert. Also das wird vergammeln, das Fleisch. Ah, hier. Ja, und Donovan kriegt ihren Fuß. Ich denke mal, das wird... klar gehen. Fuß sollte ja nicht so schwer sein wie eine Wirbelsäule. Sollte man zumindest meinen. Was machst denn du hier?
Naja, von mir aus. Blitzsturm ist vorbei. Irgendwas passiert? Nö. Alles gut. So ein bisschen Feuer. Ja, sehr gut, das hat funktioniert. Gut, wunderbar. Bin jetzt gerade am gucken, aber priorisierte Aufgabe kann man, ist da keine. Die wollte ich dann jetzt gerade auflösen. Aber da ist ja keine priorisierte Aufgabe. Sehr schön. Psychoschiff. Ein großes Fragmentschiff ist wieder mal da unten aufgekommen. Was tun wir damit? Ja, mal gucken, ne? Ich würde mal sagen... Ich weiß es noch nicht. Juro vielleicht. Juro, kannst du dir mal hier die Sniper nehmen? Und dann gucken wir uns die Sache da mal an. Wenn die hier reinkommen, dann können wir sie alle schön abknallen. Das sollte eigentlich kein Problem werden. Was machst denn du? Ach, du isst erstmal. Ja, mach das mal. Und dann gehen wir da mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich Nora auch gleich mitnehme. Nora ist aber langsam. Oh, Nora. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, iss mal bitte da oben. Nicht da hinten essen. Entschuldigung. Ich hab dich ganz vergessen, Nora. Ah. Hier, Pyro. Kümmer dich mal um die... Um das Schiff da. Wir knallen es einfach mal an, gucken, was da rauskommt. Und dann sehen wir mal, was wir damit machen. Ob wir die gleich mit einer Salve Mörser beschießen. Oder was wir damit machen. Hera kann wieder laufen, ist super. Ja, unsere Leute sind ja relativ fit. Hier von hier hinten kannst du doch bestimmt da super hinschießen, oder? Na klar. Das ist sowas von in Reichweite. Ja, das sind... Ja, natürlich. Kleinen Treffer oder was? Rechten Arm. Verdammt. Okay, geh mal. Geh mal lieber heim. Und, heile dich. Okay, was haben wir denn rausgekriegt? Nichts Geschlimmes, tatsächlich. 4 Cypher, ja. Das machen wir gleich hier mit so einer Mörsersalbe. Ja, Stahlmörser bemannen. Wir schicken eine Salbe da drauf. Hera bemannen den, genau. Chamber bemannen den. Blau bemannen den. Gorilla bemannen den. Und Wolle bemannen den. Dann sind die alle bemannt. Und sobald die alle schussbereit sind, lassen wir die immer schießen. Immer hier einfach voll drauf. Mal gucken, wie viel ist erwischt. So ein paar hoffentlich. Und dann... Pyro, wie siehst du aus? Trägst das Kragenhemd. Kannst du dich bitte auch schon mal versorgen? Oder versorgt werden? Anstatt das dämliche Kragenhemd anzuziehen. Gut sich aus, ja. Eigentlich müsstest du hier mal... Kannst du mal ganz schnell dich selbst behandeln? Ihr seid bereit? Die sind bereit. Okay, Feuer ist gehalten. Hier, erzwinge Angriff. Da. Warnung. Und Feuer frei. Gut, wunderbar. Hier alle mitkommen. Hier hin. Werden nämlich alle gedraftet hier. So, du kommst dahin. Keine Ahnung, wen ich jetzt hier wo hab. Antilope ist noch nicht bereit. Hier, geh dahin. Keine Ahnung, ob das trifft. Ja, sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Dann sind die nämlich hier alle schon mal ordentlich verletzt. Ja, hier, die liegen sogar schon fast. Ist in Ordnung. Meine Leute stellen sich jetzt hier schon mal bereit. Antilope hier, Wolle. Hera. Gorilla. Blau. Okay. Gucken wir mal, wen haben wir denn noch? Eigentlich niemanden, ne? Eine Chamber ist noch. Ja, genau. Bleiben die da stehen, macht aber nichts. Upp, tot. Ja, die kommen da jetzt so langsam angekrochen, aber das macht ja nichts.
Was ist denn da? Ja, mach doch. Mach doch kaputt. Rhinoceros rächt sich. Oh, nee, du. Hast du gar keine Waffe? Doch. Hast du.